Es gibt nur wenige Dinge, die für Hundeeltern aufregender sind als das erste Jahr mit dem Welpen, in dem alles neu ist und der Welpe in einem fast unaufhaltsamen Tempo wächst und lernt. Von dem Tag an, an dem du deinen Welpen mit nach Hause nimmst, bis zu dem Tag, an dem er offiziell ins Erwachsensein übergeht, ist jeder Meilenstein, den er erreicht, eine Erinnerung an die Freuden des Lebens mit Hunden. Das genaue Alter, in dem dein Welpe die wichtigsten Meilensteine im ersten Jahr erreicht, hängt von einigen Schlüsselfaktoren ab. Aber wenn er etwa 2 bis 3 Jahre alt ist, sollte er alle Meilensteine hinter sich gebracht haben. Auf die folgenden 9 Meilensteine kannst du dich freuen. Nummer 1. Der Adoptionstag. Der Adoptionstag ist einer der wichtigsten Meilensteine, sowohl für deinen Welpen als auch für dich. Gebe ihm Zeit, sein neues Zuhause zu erkunden und stelle ihm ausreichend Kauartikel und Spielzeug zur Verfügung, damit er sich nicht an Dingen wie deinen Möbeln, Schuhen oder Stromkabeln vergreift. Habe in den ersten Tagen, in denen dein Welpe sein neues Zuhause erkundet, Geduld. Er weiß noch nicht, was von ihm erwartet wird und ist vielleicht etwas gestresst, wenn er sich in einer ihm unbekannten Umgebung befindet. Mit viel Liebe und Aufmerksamkeit wird er sich jedoch schnell wie zu Hause fühlen. Nummer 2. Treffen mit dem Tierarzt. Dein Welpe muss bald seinen Tierarzt treffen, da Welpen in ihrem ersten Jahr viele Impfungen brauchen. Es ist außerdem ratsam, dass dein Welpe so bald wie möglich einen Tierarzt aufsucht, für den Fall, dass du mal Fragen hast oder ein Missgeschick passiert. Nummer 3. Das Ende des Stubenreinheitstrainings. Bei konsequentem Stubenreinheitstraining sollte dein Welpe im Alter von 2 bis 3 Monaten keine Unfälle mehr im Haus haben. Um sicherzustellen, dass es keine Rückschläge gibt, gehe regelmäßig mit deinem Welpen nach draußen und lobe ihn viel. Wenn er im Haus einen Unfall hat, dann mache sauber, ohne mit ihm zu sprechen oder in seine Richtung zu schauen. Auf diese Weise verbindet er den Gang zur Toilette im Haus nicht damit, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Nummer 4. Beginn der Interaktion mit anderen Hunden. Die ersten 12 Wochen im Leben eines Welpen sind entscheidend für die Sozialisierung. Deshalb ist es wichtig, dass dein Welpe die Gelegenheit bekommt, andere Hunde kennenzulernen, bevor er 3 Monate alt ist. Welpenkurse sind ein guter Anfang, ebenso wie Welpenspielgruppen und die Möglichkeit, deinen Welpen zu den Hunden von Freunden oder Familienmitgliedern mitzunehmen. Nummer 5. Reagieren auf seinen Namen. Es kann einige Wochen dauern, bis ein Welpe seinen eigenen Namen gelernt hat. Je nachdem, wie konsequent du ihn benutzt und welche Trainingstechniken du anwendest. Damit dein Welpe nicht verwirrt wird, solltest du ihn in den ersten Monaten nur mit seinem vollen Namen rufen und mit dem Ausprobieren seiner Spitznamen warten, bis er die Grundlagen beherrscht. Nummer 6. Er verliert seine Milchzähne. Ja, auch Welpen verlieren Milchzähne. Die Milchzähne deines Welpen fallen ab dem 4. Monat aus und bis zum 7. Monat sollte er einen neuen Satz erwachsener Kauwerkzeuge haben. Wunder dich nicht, wenn du keine Welpenzähne im Haus findest, denn die meisten Hunde verschlucken sie einfach, da sie sehr klein sind. Nummer 7. Sterilisation, Kastration. Welpen können bereits im Alter von 8 Wochen kastriert werden. Üblich ist jedoch eine Kastration zwischen dem 6. und 9. Lebensmonat, um insbesondere bei größeren Hunderassen ein angemessenes Wachstum und eine ausreichende Reifung des Skeletts zu gewährleisten. Nummer 8. Trainingsstunden. In der Welpenstunde geht es vor allem um die Sozialisierung. Aber wenn dein Welpe 7 oder 8 Monate alt ist, sollte er bereit für die Trainingsstunde sein. Dort lernt er wichtige Gehorsamkeitsübungen wie Sitz, Bleib und Komm. Du kannst natürlich auch zu Hause trainieren, aber achte darauf, dass dein Hund draußen viel Kontakt zu anderen Hunden hat. Und Nummer 9. Der erste Geburtstag. Dieser Meilenstein ist es definitiv wert, gefeiert zu werden. An seinem ersten Geburtstag sollte dein Welpe alle Meilensteine auf dieser Liste erreicht haben und auf dem besten Weg sein, ein liebevoller und gut erzogener erwachsener Hund zu werden. Sei jedoch auf das vorbereitet, was unmittelbar danach kommt, die Teenagerjahre eines Hundes. Aber mit ein wenig Geduld werdet ihr auch das überstehen.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.